Hallo, meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte. Heute habe ich euch etwas aus meiner Kindheit mitgemacht, was natürlich wieder außerhalb der Reihe läuft, weil es kein Horrorcomic ist. Ganz im Gegenteil, ihr seht, es ist Asterix und hier Maestria. Hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dieser Comic hier, 1991, da war ich 10 Jahre alt, für 7,20 Mark. Man musste ich ganz schön viel Taschengeld sparen. Das hier kann man, wenn man so will, sagen, ist der Hashtag MeToo-Band von Asterix. Also ein Feminismusband. Es geht im Endeffekt darum, dass Maestria, die neue Chefin des Dorfes, wird indirekt, weil die Männer die Frauen nicht gleichberechtigt behandeln und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich finde es ein sehr schöner Band. Ist jetzt nicht die beste aller Geschichten, aber es ist mal ein Thema, das ungewohnt ist, wo die Frauen hier so mit aufgenommen werden und eine größere Rolle spielen. Ich finde, das passt ganz gut in das Universum und vor allem natürlich in die damalige Zeit. Ein ganz schicker Asterix-Band, wie ich finde.